Am Supermarkt Samstag steht heute das Budweiser Budwa auf dem Programm. Und ich muss an der Stelle erstmal ein fettes Danke an den Axel aus Bautzen rauslassen. Der hat mich nämlich darauf aufmerksam gemacht, dass dieses Bier noch nicht auf dem Kanal war. Skandal! Wir klären das Ganze in 6 Sekunden. Schön, dass ihr dran geblieben seid und damit herzlich willkommen zur heutigen Bierverkostung. Ich freue mich, dass ihr alle mit dabei seid und hoffentlich genau wie ich Lust auf ein Bier aus Tschechien habt, das klassischer kaum sein könnte. Es gibt nur noch ein Konkurrenzprodukt quasi aus Pilsen, das quasi so in der Beliebtheitsskala mit diesem Bier mithalten kann. Es geht heute um das Budweiser Budva und ich habe euch ja gerade eben gesagt, ich bin darauf aufmerksam gemacht worden. An der Stelle nochmal fetten Dank an den Axel aus Bautzen. Du hast dieses Bier noch nicht auf dem Kanal gehabt. Und ich sage, nee, komm, erzähl keinen Scheiß. Sagt er, doch, schau mal nach. Und er hat tatsächlich recht gehabt. Ich habe es zwar schon mal zusammen mit dem Michi Kollerek zusammen getrunken, aber da haben wir, glaube ich, eher über das tschechische Lagerbier an sich gesprochen, aber noch keine Verkostung von diesem Bier gemacht habe. Diese Scharte will ich natürlich ausmerzen und habe es heute hier auf den Kanal gebracht. Das Budweiser Budva, wie gesagt, nicht zu verwechseln mit dem Budweiser aus den USA. Wie soll ich sagen, ist ein jahrelanger Streit, der, ich weiß nicht, wie lange schon geht, ich glaube 1907, glaube ich, hat das angefangen. Über 100 Jahre hat man da prozessiert, gegeneinander wie die Namensrechte und gab auch immer wieder andere Scharmützel. Wobei man sagen muss, die meisten dieser Scharmützel juristischer Natur haben die Tschechen tatsächlich gewonnen. Es ist seit 2007, als Tschech war in den USA, wird es angeboten und seit 2013 gab es dann auch diesen namensrechtlichen Streit, eine Klärung. Bud ist definitiv das US-Produkt und Budweiser ist das Original aus Tschechien. In UK gibt es tatsächlich beide Biere unter diesem Namen, das ist ganz komisch. Das hier aber definitiv natürlich das Original und dann würde ich sagen, probieren wir auch mal das Original. Es ist mit Saazer Hopfen gebraut. Das ist, glaube ich, für tschechisches Bier auch einer der wichtigsten Kriterien. Es ist auch ein bisschen stärker als dieses Konkurrenzprodukt aus Pilsen. Es hat nämlich 5,0 Volumenprozent Alkohol. Ich habe mir das hier tatsächlich auch aus der Slowakei mitgebracht, weil die sagen selber, nee, die Tschechen können viel besser Bier brauen als wir. Und wenn ich auf das Mindesthaltbarkeitsdatum schaue, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass dieses Bier richtig, richtig frisch ist. 11,9 Grad Plato und 22 Bittereinheiten sind hier angeschrieben. Und hier nochmal ein Blick auf den Kronkorken oben drauf. Richtig schön. Brauerei übrigens im Staatsbesitz. Und damit Volkseigentum oder Eigentum der tschechischen Bevölkerung. Ich habe hier, das werden jetzt wahrscheinlich die meisten von euch noch nicht gesehen haben, es gibt ein neues Glas von Budweiser. Finde es eigentlich eine schöne Glasform und unterscheidet sich so ein bisschen von diesem klassischen tschechischen Krug und man kann da sehr großzügig auch einschenken und erhält ein wunderschönes, eingeschenktes, klares, tschechisches Budweiser. Eine kristallklare, goldene Farbe, hier ein bisschen Kohlensäure drin zu sehen, schöner Schaum oben drauf. Aber so soll das Ganze dann auch tatsächlich ausschauen. Ah, in der Nase. Oh, strohig. So ein bisschen Heu, leicht malzig und dieser richtig schöne Florale und dieser tolle Saazer Hopfen, der da in der Nase ist. Oh. Also man riecht das Grüne quasi noch so ein bisschen. Richtig, richtig angenehm. Na zdraví. So. Und ich finde, für 22 Bittereinheiten merkt man sofort, wow, da kommt eine richtig schöne, angenehme Bittere mit rein. Tollen Malzcharakter dieses Bier. Grasiger Hopfen, so eine ganz leichte, nussige Note, aber schöne Malznoten auch mit dabei. So ein bisschen subtile Zitrone, angenehmes, leichtes Mundgefühl. Das ist richtig, richtig gut trinkbar. Und ja, es ist einfach so super frisch, easy drinking at its best. Und es ist auch von der Süße her, obwohl man dieses Malz ja so intensiv schmeckt, es ist eher auf der trockenen Seite zu Hause.
leicht karamellige Noten. Also ich mag das einfach irrsinnig gern. Und ich hoffe, euch geht es ganz genauso. Einfach ein super gut trinkbares Bier. Vom Körper her würde ich sagen, schlanker Körper, lebhafte Kohlensäure, glatte Textur absolut. Und das geht richtig leicht runter. Einfach super, super trinkbar. Im Nachtrunk dann wird es ein bisschen trockener. Die Hopfigkeit kommt noch ein bisschen nach vorne. Die Bittere ist einfach dann deutlich präsenter, ohne jetzt zu überpowern, aber es ist einfach ein bisschen mehr, als es vorhin im Trunk war. Es kommt leichte kräutrige Noten noch mit an den Start und leicht malzige Noten. Also es ist definitiv ein richtiger Klassiker. Und für mich gibt es für das Budweiser Budva, das tschechische Lager aus der tschechischen Stadt Budweis von Probier.TV, gibt es dafür 4 von 5 möglichen Punkten für das Budweiser Budva am Supermarkt Samstag. Richtig schöner Klassiker aus einem Land, das versteht, wie man Lagerbiere macht. Dann soll es von meiner Seite aus heute gewesen sein. Würde mich mal eure Meinung zu diesem Bier interessieren. Schreibt ihr mir gerne hier runter. Und wenn ihr noch kein Abo von dem Kanal habt, dann habt ihr da unten auch die Gelegenheit dazu. Und dann sehen wir uns morgen wieder mit der nächsten Bierverkostung. Ich freue mich ganz drauf. Wir sehen uns bis dahin. Tschüss, Papa, Servus, Prost und Ahoi. Nastravi.